Okay, und man kann es auch schon im Hauptmenü sehen. Fortnite, letzter Coup. Es ist Zeit zur Abrechnung. Der ultimative Raubzug beginnt schon bald. Die Wartung für Patch 26 beginnt um 9 Uhr. Ja, yep, also jetzt ist es soweit. Die neue Season geht in schon sehr, sehr kurzer Zeit los. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann einfach mal den letzten Shop an, den wir heute bekommen haben. Der ist natürlich auch nicht lange da, denn bald ist die neue Season hier. Und was haben wir so am Start? Feigenclan-Paket natürlich. Altbekannte Sachen, die jetzt ehrlich gesagt nicht besonders sind. Kenji und Kunia Skin schon wirklich verdammt alt. Beide hier nach einem Monat zurück. Dann gibt es das gezeichnete Mann-Paket. Auch das ebenfalls nur nach knapp einem Monat zurück. Also auch hier nichts krass Besonderes. Ich denke mal, der Shop ist heute dann wirklich nicht krass. Tägliche Sachen, Gauthier mal am Start. Die ist auch nur so knapp einen Monat her. Und Rabatt-Skin 50 Tage her. Knödelkelle. War 212 Tage nicht hier und echt intensiv ist nach 104 Tagen noch mal am Start und nach einem Monat stocksauer noch mal zurück durch die Decke, ebenfalls nach einem Monat noch mal zurück. Und das sind tatsächlich schon alle Sachen. Der Rest hier ist noch relativ gleich geblieben und ich denke mal, das wird dann wohl alles verschwinden jetzt mit der neuen Season. Aber wir lassen uns mal einfach überraschen. Ehrlich gesagt weiß man noch gar nicht so krass viel über die Season. Man sieht einfach nur hier, Battle Pass endet bald und letzter Coup hier. Das sieht man auf jeden Fall. Das wird was mit der neuen Season zu tun haben. Und es sieht auf jeden Fall krass aus. Aber viel weiß man gar nicht. Wir schauen uns hier das Video kurz mal an. Okay. Oha. Den kennt man auf jeden Fall schon. Echt interessantes Video. Und abgesehen von dem Video weiß man echt so gut wie gar nicht, was passieren wird. Verdammt cool gemacht. Ja, sehr, sehr spannend. Das wird auf jeden Fall dann die neue Season sein. Bin ich sehr gespannt drauf und ich würde sagen, ja, das war es eigentlich jetzt zum letzten richtigen Shop dann.